So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute skille ich meinen Archer Sare und zwar natürlich, wenn ich ihn skille, natürlich auf Assa. Also was ich aber zuerst mal machen will, ist euch den Schaden mit dem zeigen, also mit Sare als Archer. Und jo, fangen wir doch gleich mal an. Einfach, das ist so ein Vorher-Nachher-Video. Das finde ich danach noch cool. Also Spaltschuss macht eigentlich sehr guten Schaden, wie ihr sehen könnt. Und ja, sonst gehen wir mal noch in die Hüterstellung, glaube ich. Noch einmal so. Dann können wir noch den einen Skill auswählen. Jo. Also, das wär's, glaube ich, mal zum Schaden. Und wir gehen jetzt nach Grünberg, um uns umzuskillen. Also, wir sind jetzt hier unten in Grünberg. Wie heißt das nochmal genau? Stiller Pfad, auf jeden Fall in der Nähe. Und wir skillen uns jetzt. Also, das ist die Schriftrolle. Ich habe, glaube ich, keine mehr. Falls ich noch eine habe, wäre auch nicht so schlimm. Und, jo, brauchen wir die? Juhu! Ich habe jetzt keine Skillpunkte mehr. Und ich werde die jetzt mal kurz setzen auf Talente und dann natürlich Mörder. Also, wie ihr jetzt sehen könnt, ich bin jetzt geskillt. Ich habe das Video ein bisschen schnell gemacht, weil ich doch ein bisschen überlegen musste. Das ist jetzt mal bis jetzt meine Skillung. Hier habe ich noch diesen benutzt. Und jo, wir kaufen jetzt mal uns die Rezepte, die wir brauchen. Also, schneller Schuss, der ist schon gelernt. Schneller Schuss. Okay, gut. Da müssen wir den neuesten noch sowieso lernen, so wie es aussieht. Und jetzt das Mörderzeug kaufen. Also Schattenstreich schon gelernt. Lähmende Giftigkeit. Also das sind jetzt die Sprüche. Sind sehr wenige. Finde ich jetzt. Und jo, das ist jetzt mal meine erste Skillung. Ich habe da nirgendwo geschaut oder so. Und wow, also es sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und lähmende Giftigkeit, das werde ich natürlich auch brauchen. Wow, also gesehen, es sieht schon sehr cool aus. Sonst machen wir die Flucht dahin. Ja, ich ordne jetzt mal sonst die Sachen schön und dann gehen wir nachher nochmals den Schaden testen. Also, ich gehe jetzt noch schnell meine Sinnsachen holen. Also, jo. Ich habe noch nicht so viel und auch nicht so gutes Zeug. Also dürfte ich erwarten, dass der Schaden ein bisschen weniger sein wird. Aber wir werden es ja jetzt sehen. Also, ich werde natürlich, das empfehle ich jedem, meine epische Rüstung natürlich nicht irgendwie wegwerfen oder so, das wäre eigentlich sehr, sehr dumm. Ich muss mal schauen, erhöht einen kritischen Level. Nee, Matterdolz, nee, der ist nicht gut, nicht so gut. Ich nehme jetzt einfach mal all das Zeug, kritischen Level, das haben wir hier, kritischen Level, Eile Level. Mal schauen, ich glaube, ich gehe jetzt mal voll auf Trefferlevel. So haben wir hier erhöhten Eile-Level. Jo, kann ich auch mal nehmen. Dann haben wir hier noch Handschuhe. All dieses Zeugs habe ich eigentlich selber gemacht. Treffer-Level, was ist denn hier? Ah, okay, den kann ich dann verkaufen. Dann haben wir hier noch Treffer-Level. Hier haben wir auch noch ein gutes Ding. Ich glaube, kann ich das schon benutzen? Jo. Dann den Hut. Treffer-Level, Eile-Level. Dann Trefferlevel um 15.
Jo, den nehme ich auch mal, farbloser Dolch. Und jo, rüsten wir dieses Zeug mal aus. Ich werde natürlich noch vergleichen, ob was das besser ist. Vielleicht sind gewisse Sachen auch noch besser meiner epischen Rüstung. Ich weiß nicht genau, zum Beispiel Trefferlevel. Ah ne, gut, CD-Stellung. Ja, ich werde es einfach mal machen. Und dann sehen wir weiter. Also, das ist jetzt der Test. Mal schauen, ich werde da jetzt noch meine Waffen vergiften. So, was haben wir hier? Lähmende Giftigkeit, grausamer Bogen. Eben, ich habe natürlich noch nicht alles, also farbloser Dolch, das glaube ich noch. Und jo. Eben, ich habe noch nicht alles wechseln können, also die Schulter. Polster oder Schulter Ausrüstung ist besser, die epische von Archer. Also schauen wir mal, ich habe keine Ahnung, was die verschiedenen okay, das ist Schleichen eine Art. Und ich habe keine Ahnung, was die machen. So, ich muss da wirklich noch ein bisschen. Ah, das ist das Unsichtbarwerden, okay. Genau, das ist das klassische und das ist das klassische Archer. Und jo, eben, ich mache jetzt noch nicht so viel Schaden, wie ihr sehen könnt, aber das wird dann schon noch kommen. Gut, dann gehen wir mal zu den Mobs in den Graben. Also, hier ist ein Mob, eben, ich kenne mich noch nicht gut aus mit den Sprüchen und all dem, aber wir werden mal schauen, was da so geht. Also, das sieht, eben, ich bin natürlich noch nicht so stark. Ah, der ist buggy. Oder warum war der jetzt so? Okay. Aber eben, ich denke, ich darf sagen, ich bin ziemlich effizient. So, sneaken wir mal. Greifen wir den nochmal an. Also das ist eigentlich sozusagen der Hauptskill zum Angreifen. Und jo, so, ich habe mich jetzt endlich geskillt. Ich wollte es wirklich schon lange mal machen und jo, ich hoffe, euch hat's gefallen und euch gefällt der neue Sache. Ich werde natürlich eben jetzt nur noch Sinnsachen nehmen. Und jo, bis zum nächsten Mal.